Hallo und willkommen zurück zu Age of Wonders Planetfall. Und ja, es gab einen Patch, der ein paar Dinge gepatcht hat. Wer hätte es gedacht? War auf jeden Fall jetzt nichts Großartiges, was jetzt irgendwie was in meinem Spiel geändert hätte. Was ich gemerkt hatte, waren jetzt nach dem ersten Starten des Spiels, dass der Bildschirm falsch war. Und zwar geht der nicht danach, was im Windows als Hauptbildschirm gesetzt ist, sondern der startet einfach in Vollbild auf Bildschirm 1. Und Bildschirm 1 muss nicht der Windows Hauptbildschirm sein. Bei mir ist das halt einfach der Bildschirm, der links ist. Und das ist mein Hochkantbildschirm. Und dann musste ich ja erstmal... Das ist aber recht einfach. Man kann halt hier in den Optionen dann einfach umstellen. Display 2 und dann hatte das funktioniert. Ich denke, dass das mit dem Patch kam. Kann natürlich auch sein, dass ich hier irgendwo rumgefuddelt hatte und das daran lag. Wir machen jetzt weiter mit der Kampagne. Wieso sind wir jetzt hier drin? Operationen können jetzt vorbereitet werden. Das hatten wir doch abgeschlossen. Muss ich vielleicht noch mal Runde beenden. Operations available for priming. Ja. Das hatten wir ja. Kampagne fortsetzen. Das hatten wir auch schon alles, genau. Und jetzt suchen wir uns eine neue Mission aus. Und da werde ich jetzt auch die beiden hier, die gab es vorher glaube ich auch schon. Und meine größte Hoffnung ist, wenn ich die Menschen jetzt weiternehme, dass wir mal ein bisschen was Anspruchsvolleres bekommen. Deshalb werde ich auch das jetzt nehmen. Wir starten an. Kommando anpassen können wir nicht. Ja, genau. Mission starten. Ich weiß auch nicht, ob der... Ist das vielleicht von vorne, von davor Kann sein, dass es das übernommen wird. Okay, interessant. Wir starten jetzt auf jeden Fall die zweite Mission mit Jack Gelder. Das Versprechen, hier nicht zu reloaden, gebe ich aber nicht mehr. Das macht, glaube ich, bei dem Spiel keinen Sinn, weil einfach durch die Kampagne halt irgendwas passieren kann, dass man dann im Eimer ist. Ich werde mal gucken, wie sich's spielt, aber es ist halt für mich dann immer so eine Frage, entweder spiele ich es komplett mit Speichern und Laden, dann bin ich aber auch extrem am Safe-Scum, oder ich spiele es ohne und ja, ich versuch's mal ohne und wenn die Kampagne mir zu sehr irgendwelche random Sachen reinwirft oder die zu lange dauert und es keine Herausforderungen gibt, dann werde ich dann trotzdem laden, wenn dann irgendwie, was extrem Dummes passiert oder so. Also ich gebe auf jeden Fall dieses Versprechen nicht mehr ab, ich versuch's aber trotzdem. So, wir starten. The presence of the Syndicate on Leave 6 troubles me. My gut tells me something shady lurks beneath their fake smiles. I still remember the pictures of the psionic experiments every senior officer had to be briefed on before an assignment within the borderlands. Just thinking about the horrors depicted there caused the most grizzled veterans to shudder. During our encounter with Cena, we discovered her next target. Among the millions of planets in this galaxy, it had to be Sornus Alpha, the Union's shining jewel of science and progress. And witness of my life's bitterest moments. That's all in the past, though. Going to Sornus Alpha will finally shed light on our situation. If the Star Union is in any kind of trouble, we will learn about it there, one way or another. We approach Sornus Alpha. We don't know what to expect on the surface, so I've told my men to prepare for the worst. Mittel, Kontinente, 35% Wasser, 65% Land. Decke das Schicksal der Star Union auf. Beurteile die Bedrohung durch das Syndikat. Na gut.
So. Vorhutsoldat. Staubruinen. Dieses Gebiet sieht wie eine Geisterstadt der Red Mining Corp aus, nur viel größer. War es nicht unser Plan, in der Nähe von Skyrex Nova zu landen, Kommandant? Das ist, was von Skyrex Nova übrig ist, Soldat. Die Natur hat einen Großteil der Stadt zurückgefordert. Sieh dir an, wie groß diese Bäume sind. Welche Tragödie auch immer stattgefunden hat, sie muss sich vor mindestens einem Jahrhundert ereignet haben. Vor 171 Jahren, nehme ich an. Damals haben die leeren Stürme jeglichen Kontakt zum Rest der Union auf Leaf 6 abgeschnitten und alle Schiffe zerstört, die durch den Hyperraum reisen wollten. Sorinus Alpha hat ein ähnliches Schicksal erfahren. Ein Planet dieser Größe kann unmöglich 18 Milliarden Bewohner am Leben halten. Anstatt zu spekulieren, sollten wir nach Fakten suchen. Es gibt Anzeichen auf Überlebende. Wir sollten wie auf Leaf 6 nach dem Paragon suchen. Außerdem sollten wir nach Truppen des Syndikats Ausschau halten. Sie mögen vielleicht gute Absichten vortäuschen, doch ihr Verrat ist bereits zu weit fortgeschritten. Piep, 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 piep. Der Roboter läuft im Kreis und versucht, seine hintere Antenne zu fangen. Schneller, Tappels, schneller, du schaffst es. Sieh mich nicht so an. Es ist nicht meine Schuld, dass du immer unerreichbaren Dingen hinterherjagst. Was hältst du davon, wenn wir deine Komponenten etwas aufpolieren? Daijuo hätte dich bestimmt gern mit den neuesten technischen Upgrades ausgestattet. Ich bin froh, dass du meiner Tante diese Ehre erweist. Ihr plötzlicher Tod war kein Zufall. Sie muss ermordet worden sein, genauso wie mein Vater. Ermordet? Du sagtest, Feng Jiang sei in einem Unfall umgekommen. Wer soll das getan haben? Mein Vater hatte seine Geheimnisse. Geheimnisse, die ihm das Leben kosteten. Meine Nachforschungen über seinen Tod haben mich zu den Außenweltlern und ihren Psionikern geführt. Ich bin ihnen beigetreten, konnte seine Mörder jedoch nicht finden. Ich weiß nur, dass er nicht ihr einziges Opfer war. Die Spuren ihrer Gräueltaten ziehen sich durch das gesamte Imperium. Suche nach Kommandoposten der Paragon. Suche an den markierten Koordinaten nach Kommandoposten der Paragon, die ja jenen auf Leaf 6 ähneln. Erkundung. Kommen wir ein Fanatiker und ein bisschen Gedöns. Mach die Truppen des Syndikats auf Sorinus Alpha ausfindig, bevor sie dich finden. Kommandant des Syndikats aufgespürt. Auch Erkundung. Rüste Tappels auf. Bereite deinen Kolonien ein Überlebenspaket für Tappels vor. Okay, das ist einfach nur Produktion. Wir haben zwei Leute. Den und den. Wir nehmen die Eule. Moment. Ja. Suche nach Kommandoposten der Paragon. Dahin. Ne, es sind aber zwei. Kommandoposten der Paragon. Und was ist das? Achso, Streitkräfte. Aha. Ja, okay. Der kann auf jeden Fall hier fix drüber düsen. Kommandant, wir empfangen etwas. Es scheint eine Art Bitcode zu sein. Bitcode? Das ist ungewöhnlich. Wirst du schlau draus, Soldat? Unser Kommunikationsoffizier Fendrich Carey arbeitet daran. Er glaubt, dass es sich wohl um ein Notfallsignal handelt. Glaubt ihr das? Unter normalen Umständen würde ich sagen, dass solche Spekulationen keine Grund für eine Rettungsmission sind. Aber hier haben wir es wohl nicht mit normalen Umständen zu tun. Sag mal, Umstände falsch. Ne, Umständen richtig, dass solche Spekulationen keine Grund und dann normale Umstände. Normalen Umstände. Na, also gut, Soldat. Sag Fendrich Carey, dass wir uns diesen Notfall näher ansehen werden. Ah ja. Gehe zum Ursprungsort des vermuteten Notfallsignals und finde heraus, was dort vor sich geht. Wir gehen jetzt mal da weiter. Mhm.
Das ist Kosmit und damit wäre das eine sehr coole Ressource zu haben. Was? Spielt automatisch Konzerte längst vergessener Bands ab. Vorbeikommende Einheiten erlangen 400 Moral. Da ist auf jeden Fall so ein Energiedingen. Wahrscheinlich wäre es am sinnvollsten, das hier als erstes als neuen Außenposten dann zu bekommen. Okay. Hier haben wir auch noch einen Dingen. Und der fliegt dann entsprechend. Das ist ziemlich dämlich, dass man hier die Map nicht hat. Und auch gleichzeitig nicht eingeblendet bekommt, wo die Questziele sind. Dass man hier nur mal im Hin- und Her-Dingsen. Okay, also wir gehen dahin mit dem. Das ist ja ein toller Name. Markiertes Territorium. Na gut, hier fehlt uns einer. Und ja. Da haben wir auch direkt Punkte zu verteilen. Skillpunkte. Plasmawelle. Rummelter Heldenskill. Das hatten wir aber doch vorher nicht. Wächter, Säuberungsfeld. Der Held setzt einen Säuberungsfeldmodulator gegen ein Bodenziel an. Alle negativen und positiven Effekte werden von allen Heiden innerhalb von 2 Feldern Radius im Zielort entfernt. Schlachtruf. Der Held ruft seine Verbündeten zusammen. Kriegerische Inspiration. Die Anwesenheit eines Helden inspiriert seine. Na, das war alles nicht so. Koordinierter Schlag. Markiere eine feindliche Einheit als Primärziel deiner Streitkräfte. Das Ziel ist, bis zum Ende der Runde 40% leichter zu treffen. Das klingt schon vernünftig. Was haben wir denn sonst hier? Wir sind auch direkt Stufe 6 am Steuer. Zielwasser 1, das ist das Übliche. Kann nicht mehr flankiert werden. Eingraben. 3 Widerstand, immun gegen Statuseffekte. Alle Einheiten der Armee des Helden erlangen plus 2 Widerstand. Dies funktioniert nur, wenn der Held der Kommandant der Armee ist, ja. Nee. Ja, Schwere. Dann haben wir hier Infanterie. Und wir haben Luft. Es macht halt irgendwo keinen Sinn. Ich weiß nicht, wie gut die Symbiosen zwischen den einzelnen Teilen sind. Aber es macht ja anscheinend dann schon irgendwo Sinn, sich auf eine Sache zu konzentrieren. Wobei 10% halt auch nicht viel ist. Also wenn man den Charakter stattdessen um 10% ausbauen kann. Ich meine 10% bei 5 Einheiten, okay. Aber dann kann man auch nichts weiteres mehr machen. Der Punkt ist aber, dass man hier halt ein paar Sachen stacken kann. Okay. Ja, dann machen wir hier einfach mal leichte Einheiten alles. Treffsicherheit, ja. Die billigen Sachen nehmen wir alle mit. Und Vitalität nehmen wir auch mit. Ich weiß nicht mehr genau, was das mit dem Widerstand auf sich hatte. Ich nehme an, dass das gegen Effekte irgendwas ist.
Wobei das auch Widerstand ist. Aber nur für einen Helden. Nahkampfüberwachung kann nicht durch Taumeln beendet werden und verfehlt niemals ihr Ziel. Naja, Nahkampfüberwachung. Das kann nur einmal angewandt werden. Umgehen für 2 Runden Moralnachteile. Ich weiß nicht, wie hoch diese Moralnachteile sind. Und Wächter kann ich ja sowieso machen. Aber man bekommt auch 20% Bonus auf Treffsicherheit. Also nehmen wir das auch. Ja, Fahrzeuge weiß ich nicht. Ach, ich hab... Das ist Quatsch. Habe ich das schon? Fernkampfspezialist? Nee. Wieso muss ich denn mit dem zweiten anfangen? Ah, da ist es. Und ruhige Hand. Das sind natürlich 4 Punkte. Na, hol lieber mal, dass er nicht abnippelt. Noch 3. Na ja, gut, dann ist das ja jetzt vielleicht, wenn man die dann alle recht schnell bekommen kann, ist das auch okay. Fallout-Protokoll. Ja, nehmen wir das auch noch. Okay. So, dann haben wir hier ein imperiales Gewehr. Das scheint jetzt 11 Klasse 2 und hier sind aber Klasse 1. Wird 11 Schaden. Der 10. Da steht zwar 18, aber der würde nur einmal schießen. Sturmgewehr. Der schießt auch mehrfach, macht aber weniger Schaden. So. Dann ist das hier. Das ist, hatten wir, glaube ich, beim. Ja, hatten wir hier auch. Wir haben noch nichts erforscht. Okay. Das wäre der Charakter. Interessant aus. Reinigungswaffe ist aber mehr oder weniger Nahkampf. Macht die Pistole keinen Sinn. Reinigungsfels. Stellt 10 Lebenspunkte wieder her und entfernt alle nicht psionischen Statuseffekte von dieser oder der ausgewählten angrenzenden Einheit. Einmal pro Kampf angewandt werden, da kann man nicht auch nichts machen. Und was ist das? Gefahrgutschutz. Rüstet die Einheit mit einem Schutzsystem aus, das ihr 4 Widerstand und Gefahrenimmunität gewährt. Einheit zusätzlich ein Dings. Ah, hier, Biochemie-Widerstand. Mhm. Na gut, dann machen wir hier auch Zielwasser, Fernkampf, Fernkampf, Vitalität. Dann machen wir bei dem die Panzer. Machen wir das auch. Ruhige Hand. Ja, das nehmen wir auch. Wieso wird das hier sofort hinzugefügt, aber der... Das hier, vielleicht weil das nur für die Einheiten gilt und nicht für ihn selber. Weil das steht auch direkt da, Sonic-Widerstand.
Weil der ist sowieso Gedankenkontrollimmun. Also das macht keinen Sinn. Nehmen wir das hier noch. Und... Ah, das muss erstmal reichen. So. Dann müssten wir aber Angriffsmotorrad. Den lassen wir mal weg. Beziehungsweise mit dem können wir auch mal rumscouten. Kann man noch nicht anschließen. Wollen wir aber auch gar nicht. Meilenstein, Ladestand, Kraftorte. Fügt 5 hinzu, wenn sie sich im Einflussbereich einer Kolonie befindet. Mhm. So, und dann fügen wir die beiden zusammen. Und laufen direkt darüber. Werte deinen Helden auf. Ja, ja, haben wir. Schließen. Ja. Produktion. Ja, mehr Produktion. Und dann könnten wir das hier machen. Das ist dann wahrscheinlich auch in einer Runde abgeschlossen. Jawohl. Wir könnten theoretisch auch... Wie viel bringt denn einer? 5. Ein bisschen albern. Ja. Das macht also überhaupt keinen Unterschied. Ja, die sind irgendwie belanglos, weil die Standardwerte schon zu hoch sind. Was natürlich jetzt ja auch dran liegt, dass das ein Hauptquartier ist. Ja, da hatte ich jetzt eigentlich nicht draufklicken wollen. Okay, dann weiter. Kampf im Gange. Was? Jack Gelder. So sehr ich es auch hasse, mich mit dem mit dem zu befassen, was beim letzten Mal geschehen ist, als ich auf Sorinus Alpha war, kann ich die Vergangenheit nicht ignorieren. Ich hätte nicht gedacht, dass ich jemals wieder hierher zurückkommen wollen würde. Aber jetzt würde es sich falsch anfühlen, den Campus von Parlington keinen Besuch abzustatten. Das scheint mir das Richtige zu sein, um meiner Ex-Freundin zu gedenken, meinem Ex-Freund zu gedenken, meiner Katze zu gedenken. Meiner Ex-Freundin zu gedenken. Es ist an der Zeit, dich deiner Vergangenheit zu stellen. Geh zum alten Campus der Parlington-Universität. Mhm. Lob sei dem Imperium. Sag mir, was auf Sorinus Alpha geschehen ist. Du bist hierher gekommen, um uns zu verhöhnen, Jack Gelder. Die Star Union ist vor langer Zeit mit dem Kataklysmus zugrunde gegangen. Mach dich nützlich oder verschwinde. Sektor, da wollen wir haben. Gehen wir erstmal hier hin. Die müssen wir beide leer räumen. 480. Wir sind da gut drüber. Und der wird mal weiter erkunden, oder? Ja.
Forschung. So, ja, weiß nicht, die Militärforschung, die fühlt sich immer etwas belanglos an. Reinigungsfeld. Notfallschild. Da war aber vorher was anderes, oder? Da war vorher dieses Teleport-Gedings. Schützt alle ausgewählten Einheiten mit einem Notfallschild, der ihr für 2 Runden 2 Schutz und thermische Immunität gewährt. Die Einheit kann sich für die Dauer des Effekts nicht bewegen. Das Einheit hilft, die Drohne entfernt alle negativen Schadenseffekte und wird bis zu. Nehmen wir den Laserangriff. 40. Ja, weiß nicht. Also, dann haben wir die nächste Forschung. Da ist es jetzt zumindest etwas sinnvoller. Da können wir hier auch das hier auf jeden Fall gebrauchen, diese Doktrinen. Da haben wir im Moment noch einen Slot frei. Das hier wäre also schon sinnvoll, das möglichst schnell zu holen. Jo. Production ready. Aha. Dann werden wir jetzt mal dieses Ziel erfüllen. Die ist noch auf 3. Dann räumen wir den hier mal weg. Nuller Kampf. Der hat Ach, das war der. Der kann böse Dinge tun. Dieser Angriff war hässlich. Im Kreis von 2 Feldern überspringt. Wieso kann denn keiner den angreifen, egal wo ich den hinstelle? Die müssen doch von hier aus den angreifen können. Der genauso. Der hat auch 7 Reichweite. Dachte ich. Wo steht denn seine Reichweite? Verplane ich das gerade? Da steht Reichweite 7. Ah, der hat Reichweite 8, ja, okay. Ach so, weil er da nicht mehr schießen kann. Ja, okay. Wie viele Lebenspunkte hat der? 25. Der kann natürlich da auch nur einmal schießen. Von da aus ging's. Naja, da macht's wahrscheinlich auch wieder Sinn, mich da vorne hinzustellen. Zu overwatchen. Der hat eigentlich eine zu geringe Reichweite. Und jetzt haben wir das
grundsätzliche Problem mit diesem Spuckangriff. Ja, und der kann eigentlich nichts tun, der geht nur dahin, dass er das Zeug nicht abbekommt. Und guck dahin. Jo. Ja. Das war gut. Jetzt rücken wir vor. Enemy eliminated. Na, wenn er was machen will, dann muss er. Der kann nur einmal schießen quasi. Ja, komm. Mhm. Der kann ja auch nur einmal schießen. Das heißt, er kann auch voll ran. Wir könnten auch dahin und eine Granate werfen. Ja. Ach Quatsch, das war doch. Ne, der hat keinen Schutz. Hm. Okay. Na, der muss auf jeden Fall weg. Dann werden wir den jetzt auch eliminieren. Enemy neutralized. Na, wahrscheinlich hätte ich den. Oh, okay. Enemy down. Enemy annihilated. Ja, das mit dem da hätte ich mir natürlich schenken können. Ayo. Noch seine 3 Punkte. Das Ding ist auf 4 gestiegen. Eins von 2 Sektoren. Das heißt, bevor wir da jetzt irgendwas anderes machen, betreten. 1040. Ja. Das wird natürlich jetzt schon etwas ungünstig, etwas tödlich. Gucken wir uns die Gegner mal an. Auch 7 Reichweite. Das sind Nahkämpfer, die können sich aber rüber teleportieren. Und das ist auch wieder so ein Blitzelhans. Das heißt, der müsste eigentlich als erster weg. Wirklich angreifen kann man den da hinten nicht. Halt die ausgewählte, ja, 25. Ist das eine volle Aktion? Einfache Aktion. Hm. Kann er aber dann trotzdem nicht mehr sich bewegen. Das ist schlecht. Da haben wir Deckung.
Wenn der sich da hinstellt. Lass mal den nach vorne laufen. 20% ist zu niedrig. Ah, 40%, aber der hält viel aus. Den nach da stelle, kann der nicht mehr nach da. Da ist der. Ah, das ist eigentlich gut. Aha. Na, wenn die den angreifen, würde der dahinter natürlich was abbekommen. Mhm. Irgendwas verschleppen. Hat so einen Punkt verloren. Kann deshalb nicht angreifen. Den hier müssten wir wegpusten. Wieso der nur 45% hat, weiß ich nicht. Wir haben wahrscheinlich einfach irgendeinen Bonus. Ach, und die können das auch nicht machen. Na super. Mhm. Bisschen Schaden. Ja, nicht angreifen zu können, ist natürlich nicht so optimal. Zwei Runden. Hm. Weiß nicht, wie sinnvoll das ist. Es bleibt rot. Und der hat ja auch nur den einen Schuss. Explosionslaser. Verschleierungswolke. Die ausgewählte verbündete Einheit ist für zwei Runden 40% schwerer zu treffen. Eigentlich hätte ich das auf den machen müssen, aber machen wir das so. Uh-huh.
haben, glaube ich, geheilt. Ach ja, der kann ja nicht schießen. Der wird den auch nicht töten können. Da ist halt auch keinerlei Deckung. Das heißt, wenn er da hinläuft, ist er quasi im Eimer. Ja, das Problem ist, dass wenn der irgendwas macht, dass der quasi tot ist. Vorratsaufladung. Lädt die Vorräte einer verbündeten Einheit wieder auf. Der kann ja auch nichts machen. Sterben würde er jetzt sowieso. Annihilated. Unit lost. Aua. Unit lost. Aha. So, jetzt können wir aber was tun. Der muss weg. Da würde er noch nichts verbrauchen. Das war aber jetzt auch nicht optimal. Enemy down. Okay. Das ist brennender Boden. Rennen drauf. Und das war's. Ja, die Geschichte mit dem Taumeln ist natürlich schon extrem nervig. Ach, um einen Hund hatten sie zerbröselt, oder? Ne, der steht da oben noch.
Enemy annihilated. Mhm. Der kann noch. Der kann auch noch. Okay. Der ist aber fast tot. Wenn er dahin läuft, kann er nicht mehr schießen. Enemy destroyed. Was ist das denn für einer? Tödlicher Scharfschütze? Wie viel hat der? 55. Er hat 40. Den da müssten wir eigentlich tot bekommen. Sehr schön. Dann geht der hops. Ah, da läuft er ja auch durch die Seuche durch. Dann laufen wir nur mal weg. Naja. Achso, der kann sich noch drehen. Aber noch. Ah, der kann aber nichts mehr machen. Dann ist der aber jetzt auch tot. Unit has fallen. Okay. Ja. Ach, der hat sich da wieder geheilt ein bisschen. Ach, der ist gelähmt. Ja, und der hat nichts mehr. Das heißt aber, der kriegt jetzt von allen was drauf. Ja.
Ah ja, da kann ich mich wieder bewegen. Aber da ist halt nicht mehr viel übrig. Na, ich will den da nehmen. Der würde sowieso wieder neu auftauchen. Wenn ich also den hier tot bekommen würde. Na, ich glaube, ist das nicht so klug. Der kann da auch nicht schießen. Retreat successful. Ach, der kann nicht mehr. Ja. Our leader shall return. Ja. Nee, das war natürlich dann ein entsprechend beschissener Start. Ich hätte. Also ich wüsste jetzt nicht, wie ich den Kampf, obwohl die Truppenstärke gleich war, wie ich das hier hätte gewinnen können. Aber hätte ich natürlich gewartet, bis... Hero lost. Hätte ich gewartet... Vanguard will never give up. Ja, genau. Der Angreifer hat verloren. Mit dem Verlust von Yu Jang haben wir einen guten Mann verloren. Er mag der Vergangenheit Fehler begangen haben, als er mit der Außerwelt an zusammenarbeitete, aber er hat es nur getan, um Nachforschungen über den Tod seines Vaters anzustellen. Und dafür kann ich ihn nicht verurteilen. Ja, ja. Die Mission starte ich dann neu. Das war natürlich jetzt hier Unsinn, aber... Ich sag mal, wäre ich wieder in der Situation, hätte ich es wahrscheinlich wieder so gemacht. Jetzt mit dem Wissen natürlich, dass die viel stärker sind, als das angezeigt wird. Wäre natürlich jetzt interessant, was der Autokampf gemacht hätte. Aber dann muss ich natürlich erstmal den Hund aufrüsten und... diese Kommando-Forschungsdinger, damit hätte ich natürlich da auch direkt was machen können. Aber gut, dann mache ich hier einen Schnitt und dann schauen wir uns das Ganze beim nächsten Mal nochmal an. Also bis denne!